Shalom lachem, achim v'achayot ikarim. Anachnu mamshichim et ha-sidra. Hallo, liebe Brüder und Schwestern, wir setzen unsere Serie fort. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir gehen durch eine Liste von Themen über die Wahrheit Gottes. Wenn wir aufpassen, es lesen, verinnerlichen und es auch tun, dann kann es uns befreien aus vielen Bereichen von Schmerz und Leiden. Und heute reden wir über Herzenskummer, welcher über uns kommt, wenn wir nicht vergeben, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Viele in unserer Welt, Gläubige und Ungläubige, können leiden infolge von schlimmen Dingen, die gegen sie gemacht wurden oder sie verletzt hat in ihrer Kindheit. Schlimme Sachen, die ihnen passiert sind und sie vergeben das nicht. Vielleicht sind sie sich nicht bewusst, dass sie immer noch die Wut und den Willen zurückzuschlagen mit sich tragen, weil man sie verletzt hat. Sie sind nicht schuldig, dass man sie verletzt hat. Man hat ihnen Böses getan. Aber die Verletzung, die damals geschehen ist, sie wirkt immer noch und bringt sie zu leiden während ihres ganzen Lebens. Und das Ziel von dieser kleinen Andacht ist es, uns frei zu machen, uns die Möglichkeit zu geben, frei zu werden von dem kontinuierlichen Leid, ein Resultat der Verletzung und ein Nichtbereitsein zu vergeben. Zuerst sind wir befohlen, als Gläubige zu vergeben. Wir fangen an mit Epheser Kapitel 4, Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wir sind berufen, gut zu sein, barmherzig. Wer von uns braucht nicht Vergebung? Und das werden wir noch später sehen. Einander zu vergeben, unseren Brüdern. Und zur Erinnerung, wie Gott uns vergeben hat in Jeshua, dem Messias, der auf sich selbst unsere Sünden genommen hat. Wir werden noch zurückkehren zu diesem Punkt, barmherzig zu sein, zu vergeben. Wir lesen auch in Kolosser Kapitel 3, Kolosser Kapitel 3, Verse 12 und 13. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Diese Liste, die in Vers 12 vorkommt, gibt uns die Möglichkeit zu vergeben. Schaut mal, was geschrieben steht. Dass wir Gottes Auserwählte sind. Gott hat uns erwählt, er wirkt in uns. Es ist ein wichtiger Schritt zur Vergebung. Herzliches Erbarmen anziehen. Wieder, es ist ein Wirken aus dem Heiligen Geist, die Frucht der Liebe. Und dann auch Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, die alle kann man zusammenbinden zur Frucht des Geistes. Und dann aus diesem Grund kommt die Fähigkeit, einander zu ertragen und zu vergeben, wenn wir Streit haben. Das ist eine Realität. Es gibt Missverständnisse, Fehler, einer den anderen verletzt, bewusst oder aus der Schwachheit heraus oder mit Absicht, egal. Es gibt diese Situationen. Aber das Neue Testament und der Heilige Geist und das Wort Gottes zeigen uns den Weg, dies zu überwinden und aufzustehen über diese Sachen, und so sind wir berufen zu vergeben. Wir sehen auch in Matthäus Kapitel 6, um unsere Vergebung zu bekommen, kommt davon, dass wir anderen vergeben, und das ist wunderbar. Man kann es nicht wichtig genug nehmen, weil alle brauchen Vergebung. Wir alle brauchen Vergebung. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, Vers 12, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und Verse 14 und 15, Jesus sagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
den Menschen zu vergeben, ist nicht nur unseren Brüdern im Glauben, sondern jedem, auch den Menschen in der Welt, sind wir berufen zu vergeben. Schaut mal, die Schuld, die Gott uns vergeben hat, was uns die Möglichkeit gibt, errettet zu werden von den ewigen Feuerflammen der Hölle und es dazu bringt, unseren Namen im Buch des Lebens zu schreiben im Himmel. Die Schuld, die uns vergeben worden ist, ist so groß. Die Gnade, die Gott mit uns gemacht hat, ist so gewaltig und ewiglich und unendlich. Wenn wir es mehr wahrnehmen und die Bedeutung dessen verstehen, nur einen kleinen Teil der Bedeutung verstehen, dann natürlich kommen wir zu einem Ort der Vergebung gegenüber dem anderen für die geringen Sachen, verhältnismäßig geringen der Dinge, die uns vergeben worden sind. Wenn jemand das hört, sagt er vielleicht, ja, aber ich habe solche Dinge nicht getan, ich habe nicht gemordet, nicht sexuell jemand missbraucht, ich habe nicht gestohlen und wer weiß, was für schlimme Dinge noch. Ja, das alles ist wahr, aber jede Sünde, die du gesündigt hast in deinem Leben und die ich in meinem Leben gesündigt habe, auch wenn sie klein aussieht, ja, eine kleine Lüge oder ich weiß nicht was, jede solche Sünde ist eine Sünde gegen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, gegen den heiligen Gott, gegen Gott, der richtet. Und wenn wir diese Bedeutung verstehen, dann verstehen wir, dass jede Sünde schrecklich ist. Wie wagen wir es, vor einem Gott zu stehen, der uns geschaffen hat, und zu sündigen? Wir alle haben die Vergebung und Versöhnung nötig. Und wir haben das in Jesus Christus, in Yeshua HaMashiach empfangen. Und deshalb sollten wir die Schuld, die uns vergeben wurde, nicht klein machen. Und wir sind gerufen, den anderen zu vergeben. Und besonders, wenn Jesus sagt, wenn wir nicht vergeben, dann wird es uns auch nicht vergeben werden. Vergeben, das ist ein Beschluss, das ist nicht eine Sache des Gefühls. Vielleicht fühlst du immer noch Zorn oder Verletzung oder Schmerz. Das ist natürlich. Aber der Beschluss, Gott, ich beschließe, ich vergebe dem, der mir geflucht hat, dem, der mich verletzt hat, gegen mich gesündigt hat. Ich vergebe und ich beschließe, bitte heile auch meine Gefühle, befreie mich von dieser Sache, von den schlechten Gefühlen und diesen Gedanken. Und jedes Mal, wenn der Satan kommt, um es wieder in Erinnerung zu bringen, was dir angetan wurde, dann sagen, weiche von mir, Satan, ich habe vergeben. Das ist es, was wir sagen wollen. Und wieder, wenn wir über uns selbst nachdenken und denken, wir haben keine solchen schlimmen Dinge getan, dann werden wir gleich sehen, dass Sünde nicht nur schreckliche Dinge sind, die wir getan haben, sondern Sünde sind auch gute Dinge, die wir nicht getan haben, die wir tun haben sollten. Aber bevor wir zu diesem kommen, lesen wir Markus 11, Vers 25 und 26. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Das ist eine Sache des Herzens, zu vergeben, von Herzen vergeben. Wie ich schon gesagt habe, das ist ein innerer Entschluss. Das ist ein Entschluss des Herzens. Ich gebe nach, ich vergebe, ich lasse frei. Unterlassungssünden, wo man was nicht tut, was man tun sollte, das sind schlimme Sünden. Wir lesen in Matthäus 25, wir lesen jetzt nicht dieses ganze Kapitel, also den ganzen Abschnitt von Matthäus 25, Verse 31 bis 40. Beim nächsten Mal nach den Kriegen der Endzeit, jeder, der von den Völkern übrig bleiben wird, der wird vor Gericht stehen, dem Völkergericht, dem Heidengericht. Und Jesus sagt, dass er zwischen den Menschen scheiden wird, wie ein Hirte zwischen Schafen und den Ziegen scheidet. Er wird alle versammeln, die Schafe und die Ziegenböcke. Und es steht uns geschrieben, dass er die Schafe an die rechte Seite stellen wird. Und er sagt ihnen, kommt, geht in das Reich Gottes ein, ihr seid gesegnet. Ich bin müde, ich bin hungrig gewesen, ich war im Gefängnis, ich war krank, ihr habt mich besucht, ihr habt mir geholfen. Und sie sagen, wann haben wir von diesem allem etwas für dich, Yeshua, getan und wir haben dich nicht gesehen.
Jesus sagt, alles, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann sagt er den anderen genau das Gegenteil, Matthäus 25, Vers 41. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt, ohne Kleidung und ihr habt mich nicht begleitet, krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr in einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Alle, die dem Volk Israel und den Gläubigen helfen werden bei den Verfolgungen, die noch in der Zukunft sein werden. Und dann Vers 46, und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. So Unterlassungssünden. Was für Werke verlangt Jesus noch von uns? In Jakobus 1, Vers 27, das ist nur ein Beispiel. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Das ist ein Dienst, ein reiner Dienst, ein guter Dienst. Was beinhaltet dieser Dienst? Die Schwachen besuchen, den Schwachen helfen, das sind die Waisen und die Witwen. Und wir wissen, an anderen Stellen in der Tora ist es der Fremdling, in Erinnerung behalten, dass wir Fremdlinge in Ägypten waren, deshalb den Fremdlingen helfen, den Armen. Als Jesus in diese Welt kam, hat er uns gezeigt, wie. Er hat die Aussätzigen gereinigt, die auf der untersten gesellschaftlichen Stufe waren. Und er hat die Massen geliebt und hat die Kinder gesegnet und so weiter. Unser Vater im Himmel hat ein Herz für die Schwächsten. So können wir heute verstehen, dass Sünde etwas Böses ist, das Gott uns sagt, nicht zu tun. Aber Sünde ist auch etwas Gutes, was wir gerufen sind zu tun, aber nicht tun, es unterlassen. So haben wir alle die Vergebung nötig wegen diesen Dingen. In Matthäus 18, Verse 21 und 22 wird Jesus gefragt. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal siebenmal. Das bedeutet in einfachen Worten immer. Das ist die Einstellung unseres Herzens. Ich vergebe, ich lasse los. Und durch die Gnade Gottes vergesse ich. Aber ich beschließe zu vergeben. Dass ich vergebe, bedeutet nicht, dass ich nicht zu meinem Bruder oder meiner Schwester kommen kann und Dinge aufzuzeigen, die getan wurden. Denn es steht uns auch geschrieben im Hebräer zum Beispiel, dass wir gerufen sind, einer den anderen zu ermahnen. Und umso mehr, weil der Tag nahe ist. Das Ziel dieser Ermahnung ist, über die wir in Hebräer 10 lesen, Vers 24. Da steht geschrieben, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspannen zur Liebe und zu guten Werken. Einer auf den anderen schauen. Und es steht uns auch geschrieben in Vers 25, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Das ist ein Teil unserer Berufung. Aber wenn wir das tun, das Ziel ist nicht zu beschuldigen, das Ziel ist es zu beleuchten, vielleicht eine Schwäche, vielleicht Sünde, vielleicht eine Verfehlung, um dem anderen die Möglichkeit zu geben, sich zu korrigieren. Aber der Entschluss muss sein, ich vergebe, ich liebe. Ich möchte das nicht festhalten gegen meinen Bruder, gegen meine Schwester. So wie oft vergeben, unendlich viele Male. Und was passiert, wenn wir nicht vergeben? Da haben wir gleich danach, wo Jesus uns sagt, zu vergeben, da haben wir das Gleichnis, das Jesus gibt, in Matthäus 18 von Vers 23 bis 35.
Ich lese nicht den ganzen Abschnitt, aber das ist natürlich der Knecht, der großes Gut schuldig war. 10.000 Talente war er dem König schuldig. Und der König wollte ihn und seine Familie als Sklaven verkaufen und alles, was er hatte, nehmen, um die Schuld zu decken. Und dieser Knecht hat um Gnade gefleht und der König hat, wie wir die Geschichte kennen, nachgegeben, vergeben. Und dann geht er vom König heraus und er trifft einen anderen Knecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Und er fasst ihn und würgt ihn und er sagt, gib mir die 100, die du mir schuldig bist. Und er fleht, vergib mir. Ich werde es dir zurückgeben, gib mir noch eine Chance. Und er ist nicht bereit, er vergibt ihm nicht. Und dann, als die anderen Knechte das hörten, was getan wurde, waren sie traurig, betrübt und gehen zum König und erzählen ihm das. Und er ruft ihn zurück und sagt ihm, ich habe dir diese ganze Schuld erlassen und du warst nicht bereit, etwas viel Kleineres deinem Nächsten zu vergeben. Deinem Knecht wie du, dann kommt, was dieser König sagt. Ich lese jetzt Matthäus 18 von Vers 33. Da sagt der König ihm, solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war, so wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Die Folterknechte, das Leiden, das jetzt verursacht wird, im Grunde sagt Jesus, wenn ihr nicht vergebt, dann werdet ihr leiden. Ihr werdet überliefert werden. Die Folterknechte können böse Geister sein, die peinigen, die Schmerzen verursachen, unterdrücken, die uns immer erinnern, was uns angetan wurde, was wir verloren haben und einfach uns plagen. Sie tun Schmerzen hinzufügen. Du kannst an dem schönsten Platz sein in Ferien und plötzlich erinnerst du dich an dies und es fängt an, dich von innen aufzuzehren. Das ist ein Angriff des Bösen, das sind die Folterknechte, die kommen, um dich zu quälen. Warum? Weil du nicht vergeben hast, du hast nicht freigelassen. So wir sind gerufen zu vergeben, auf das uns vergeben wird. Wir sind gerufen zu vergeben, um Heilung zu bekommen, um von diesem Joch frei zu werden, das uns belästigt. Von diesen harten Erinnerungen und Heilung erlangen von den Leiden, die verursacht wurden, weil wir nicht vergeben haben. Und wir denken nach und erinnern uns an all diese Dinge. Was hilft, um zu vergeben und frei zu werden? Da müssen wir uns angewöhnen, zu bekennen. Bekennen. Es steht uns geschrieben im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir sind gerufen zu bekennen, Sünden bekennen. Was hindert Menschen zu bekennen? Denn wenn ich meine Sünde vor Gott und meinem Bruder bekenne, dann ist es ihm auch viel einfacher zu vergeben. Ich habe gerade über Vergeben geredet, auch wenn man nicht um Vergebung von dir bittet und ich vergebe. Jesus, als er auf dem Kreuz hing, vergibt er jenen, die ihn gekreuzigt haben. So sind auch wir gerufen zu vergeben, sogar auch wenn man nicht um Vergebung bittet. Aber viel leichter ist es und befreiender, wenn der Mensch kommt und um Vergebung bittet. Ja, weißt du was, du hast recht, ich habe mit dir nicht recht gehandelt. Vergib mir wirklich von Herzen, bitte ich um Vergebung. Das ist so hilfreich, das hilft so sehr, frei zu werden. Auch dem Verletzten und auch dem Verursacher. Das hilft beiden Seiten, frei zu werden. Aber was dies, liebe Brüder und Schwestern, oft verhindert, ist die Selbstgerechtigkeit, wo es schwer für uns ist, zu erkennen, dass an uns etwas nicht in Ordnung ist. Und das blockiert und verhindert. So möchte ich uns alle ermutigen, an den Wahrheiten des Wortes Gottes festzuhalten, das uns lehrt, zu vergeben, um Befreiung zu finden, Heilung von Schmerz zu finden, auf dass wir selbst Vergebung finden. Möge Gott uns helfen, diese Wahrheit in die Tat
umzusetzen. Ich liebe euch. Shalom, shalom. Ich wünsche euch einen guten und gesegneten Tag im Namen unseres Herrn Jesus. Shalom.